Einhorn. Einhorn ist ein mystisches Fabelwesen von der Gestalt eines Pferdes mit einem Horn in der Mitte der Stirn. Einhörner gibt es in den verschiedensten Kulturen. Man findet das Einhorn in der griechischen Mythologie. Es gibt Einhörner in der Bibel. Von den Einhörnern wird gesprochen im Mittelalter. Auch die Hildegard von Bingen und Albertus Magnus sprechen von Einhörnern. Einhorn wird auch in der Gegenwart verwendet, zum Beispiel auch bei Harry Potter und vielen anderen Fantasy-Romanen gibt es Einhörner. Man weiß auch, dass es auch im alten Indien, also schon in der uralten Indus-Kultur, gab es letztlich Einhorn-Darstellungen auf alten Steatit-Siegeln und dort findet man einhornartige Geschöpfe. Man weiß noch nicht genau, welche Bedeutung die Einhörner hatten in der Indus-Kultur, aber man weiß, es gab sie schon. Es gibt Einhorn-Darstellungen in verschiedensten Kulturen. Man findet Einhorn auch zum Beispiel in Renaissance-Gemälden und man findet Einhörner auch in verschiedenen Drucken schon im Mittelalter und in der frühen Renaissance. Einhorn ist also ein Geschöpf, das schon sehr lange in der Mythologie eine wichtige Rolle spielt. Einhörner sind bedeutend in der Kunst. Es gab im 19. Jahrhundert Versuche, um zu schauen, wie Einhörner existiert haben. Es wurde versucht, sie in der Zoologie entweder nachzuweisen oder nicht nachzuweisen. Ich will jetzt aber hier mehr auf die Einhörner eingehen in der Mythologie und auch als Feinstoffwesen. Denn es gibt immer wieder Menschen, die sagen, sie haben Einhörner gesehen und sie werden von diesen Einhörnern auch beschützt und mit Lichtkraft erfüllt. Ein Einhorn hat den Körperbau eines Pferdes, es hat weißes, seidiges Fell, manchmal auch Regenbogenschattierungen. Aber insgesamt ist das Einhorn weiß, manchmal hat es auch Flügeln. Einhörner leben normalerweise als Einzelgänger, selten auch in kleinen Einhornfamilien. Einhörner halten sich auf in dichten, unbekannten Wäldern und sie sorgen für das Wohlergehen von Pflanzen, Tieren und Waldwesen. Ein Einhorn ist ein sanftmütiges Wesen, das Schönheit und Harmonie in der Natur haben möchte. Einhörner können helfen bei der Heilung. Wenn jemand leidet unter Schwermut oder wenn er ein verletztes Herz hat, kann er sich für die Kraft des Einhorns öffnen und das Einhorn wird heilen. Einhorn hat auch eine bestimmte Symbolik. Einhorn ist zum einen weiß und strahlend und leuchtend. Und das Strahlende und Leuchtende von Einhörnern symbolisiert die Reinheit und die Öffnung für das Göttliche und auch für Ethik, symbolisiert auch Trost und Kraft. Ein Einhorn hat auch ein Horn in der Mitte der Stirn und das steht für die Öffnung des dritten Auges. Beides steht dafür, dass man sich öffnen soll für höhere Weisheit, für die Reinheit Gottes und dann können wir alle Probleme überwinden. Letztlich steht das Einhorn für das Ajna Chakra. In der klassischen indischen tantrischen Tradition ist das Ajna Chakra Farbe weiß und es ist eben drittes Auge in der Mitte der Stirn. Und so symbolisiert das Einhorn die Erhabenheit und die Leichtigkeit des dritten Auges, die Weisheit, die Intuition und die höchste Erkenntnis. Wenn du zu Yoga Vidya gehst, zu Seminaren wie Naturspiritualität und Schamanismus, wird manchmal auch eingegangen auf die Symbolik der Einhörner. Und auf manchen Seminaren spüren Menschen auch die mystische Gestalt des Einhorns. Sie haben Visionen von einem Einhorn und spüren, dass dieses Einhorn ihnen Lichtkraft gibt und Weisheit.